Es ist Sonntag, der 29. Juni. Ich begrüße euch herzlich zu diesem besonderen Tag. Wir lesen aus Hesekiel 20, Vers 44. Ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich so an euch handle, zur Ehre meines Namens und nicht nach euren bösen Wegen und verderblichen Taten. Abrechnung scheint uns gerechtfertigt zu sein, aber sie ist kein göttliches Prinzip. Das lesen wir beim heutigen Losungstext. Es kann zwar so weit kommen, aber dies ist nicht der Herzschlag Gottes. Aus Abrechnung entsteht auch keine gute Ernte, wie wir sie hier vor uns haben. Das Feld ist reif zur Ernte. Und gute Saat ist aufgegangen, gute Ernte wird eingebracht werden. Vor circa 3 bis 4 Monaten haben wir hier bei diesem Gerstenfeld bereits eine Losung verfilmt. Damals haben die kleinen grünen Sprösslinge aus dem Boden geschaut, ganz munter. Wir haben davon gesprochen, dass gute Saat auch gute Ernte bewirken kann. Ich nenne ihn nun Peter, er hieß anders, er hat mir in einer Arbeit mitgeholfen, in einer Jugendarbeit. Und unter dem Strich hat er mich, was wir sagen, betrogen. Einige 1000 Franken haben schlussendlich gefehlt, die er mir nie zurückerstattet hat. Und ich bin selber genau durch diese Vorgänge in große finanzielle Schieflage geraten. Die Sache ist zu kompliziert, ich kann sie nicht erklären, aber für mich war es sehr schmerzhaft und dieser Mann war eigentlich Christ. Eine Zeit lang wurde ich hin und her gerissen, soll ich nun abrechnen, soll ich kaltblütig abrechnen, soll ich meine Rechte einfordern, aber der Mann ist untergetaucht, hat keine Adresse mehr gehabt, keinen Wohnort, keine Telefonnummer und hat seine Spuren verwischt. Und an einem Tag, wo ich viel für ihn betete, wie kann ich ihm helfen? Nicht nur, wie komme ich zu meinem Geld, sondern vor allem, wie kommt er aus seinem Teufelskreis heraus? An diesem Tag sind 2 Dinge geschehen. Erstens sah ich den Film Catch Me If You Can, einen Film über einen Hochstapler, der alles Mögliche ergaunert hat durch Dinge, die er selber gar nicht gewesen ist, Berufe, die er gar nicht gelernt hat, mit Leonardo DiCaprio. Und am gleichen Tag hat er mir telefoniert, hat mich angerufen und da habe ich ihn zur Rede gestellt. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, dieser Peter war nicht mehr zahlungsfähig. Ich musste ihm die ganze Schuld erlassen. Zu diesem Zweck musste ich, um selber über die Runden zu kommen, meinen Yamaha-Flügel verkaufen, ein sehr gesuchtes Instrument, das nur noch in wenigen Exemplaren existiert. Das hat sich dann für uns gelohnt. Wir kamen auch über die Runden. Die Rechnung ist aufgegangen, die Saat ist auch aufgegangen. Dieser Moment bedeutete für ihn eine Kehrtwende in seinem weiteren Leben. Alte, schräge Geschichten hat er noch aufarbeiten können, ins Lot bringen. Und heute, nachdem ich ihn auch trauen durfte, an einer schönen Hochzeit, heute sind sie eine glückliche Familie. Gott hat nicht nur irgendein seltenes Instrument verkauft, sondern seinen Sohn hat er für uns gegeben, damit die Rechnung aufgeht und damit auch gute Saat aufgeht und gute Ernte bringt. So sagt Paulus 2. Korinther 4,15, es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Diese Multiplikation geht weiter. Vielleicht braucht Gott auch Sie heute, um etwas in diese Richtung zu bewirken. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.